Leute, was geht ab? Euer Start und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Mod-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht es im Hintergrund heute zusammen mit iCrimex. Was geht ab? Was geht ab? Und Bro, hast du dich mal umgedreht? Ja, ich habe hier als Detektiv iCrimex schon identifiziert, dass es sich hierbei um ein schwarzes Loch handelt. Wir werden heute mal eine kleine Bau-Challenge machen. Und zwar muss jeder von uns das bestsicherste Haus überhaupt bauen. Denn in ungefähr 20 Minuten wird dieses Loch hier größer und saugt alles in sich rein. Und ich würde sagen, wir machen eine kleine Challenge draus. Wer das krassere Haus oder das sichere Haus baut, der gewinnt am Ende. Und ich würde auch sagen, wir machen einen kleinen Wetteinsatz. Die letzte Folge habe ich verloren, aber die heutige Folge, Bro, die werde ich ganz easy gewinnen. Deswegen 500 Euro. Das glaube ich nicht. Easy 500 Euro. Du wirst doch sehen. Guck mal, in der heutigen Folge, ihr seht es auch gerade im Hintergrund, Freunde, wir sind im Creative-Modus. Bis jetzt haben wir es ja immer so gemacht, dass wir halt Farmen gegangen sind, Blöcke eingesammelt haben und. Aber in der heutigen Folge können wir richtig ausrasten. Alle Blöcke außer Bedrock, okay? Das ist die Regel, ganz wichtig. Okay, alles außer Aber wir können alles Bedrock. Usen und guck mal in die Chests. Wir haben noch ein paar besondere Blöcke, Freunde, extra reingemoddet. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es gibt einen Regenbogenblock und keine Ahnung was. Aber, oha, Nether-Sternblock gibt es sogar auch. Okay, okay, Freunde, wir werden alles ausprobieren. Aber ich würde sagen, Max, ja. Wir labern nicht lang herum. Ich wünsche dir nicht viel Glück, weil das Ding werde ich easy nach Hause nehmen. Und, okay, welche Kiste nimmst du? Hier die linke, hier die rechte, oder was? Ich nehme die linke, ja. Ich nehme einmal alles mit und dann starten wir sofort rein. Ja gut, dann pack jetzt hier mal alles ein, Lukas. Zack, 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 zack. Das Loch wird dann irgendwann größer, wir wissen nicht wann, deswegen egal, ich lauf los, ich fang an. Tschüss. Aber warte mal, wir müssen natürlich auch auf der gleichen Entfernung bauen, damit es nicht unfair ist. Hä, ist mir doch egal. Bau doch, wo du willst, Junge. Ich werde sowieso gewinnen. Komm, guck mal, okay, gut, weißt du was? Okay, ich will bei dir in der Nähe bauen. Ja, damit wir uns sehen. Ja, damit wir uns sehen, das ist gut. Damit ich sehe, wie dein Haus zerfetzt wird vom schwarzen Loch. Guck mal, ich baue schön hier. Hier ist doch schön. Hier ist schön. Okay, du baust hier, dann gehe ich hier ein paar Blöcke weiter rüber, so. Ja. Guck mal, so ist doch schön. Ja, alles gut, klar. Gut. Dann oha, ich werde mich mal muten, damit du meine Geheimtactics nicht hörst. Ja, Junge, deine Mülltactics. Ja. Okay, Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, wirklich, die letzte Challenge haben wir verloren. Deswegen, wir müssen jetzt sofort anfangen. Als allererstes machen wir jetzt nochmal eben eine Kiste. Junge, es gibt so viele neue Sachen auf einmal. So, wir machen mal ganz kurz hier eine Chest rein und packen mal alle unsere Blöcke rein. Einfach, damit wir nochmal ein bisschen Platz im Inventar haben. Ich werde trotz alledem mit ganz viel Obsidian bauen. Das wird heute der Plan. Aber, Freunde, wir gehen jetzt einmal durch, was wir genau haben. Okay, wir haben Basalt. Schon mal sehr gut. Wir haben Schwarzstein. Eine besondere Art davon. Auch wichtig, Freunde. Ist auch von weit unten. Wir haben einen Sternenblock. Ich werde im Endeffekt, ich sag euch ganz ehrlich, Freunde, im Endeffekt, die Dinger werden es carryen. Nether-Sternblock aus 9x Netherstar. Oh mein Gott, das ist übel krass. Okay, Concrete wird nicht so krass sein. Steinziegel wird auch nicht so krass sein. Steinpflaster brauchen wir auch nicht. Regenbogen, Lavaziegel, Fur-Tornado-Block. Okay, wisst ihr was, Freunde? Wir werden ganz viel ausprobieren. Oh, weißer Asphalt. Okay, das könnte krass sein. Und Vorsicht-Block. Freunde, unsere heutige Taktik wird sein, wir bauen die krasseste Festung überhaupt. Das heißt, wir bauen wirklich, Junge, er baut aus Regenbogen-Dingern. Wir werden auf jeden Fall eine kleine Festung bauen, die wirklich komplett umrandet von ganz vielen Mauern ist, sodass wirklich nichts passieren kann. Weil normalerweise ein schwarzes Loch zieht halt alles in sich rein. Deswegen würde ich sagen, geht's von außen nach innen. Okay, er baut dann schon los. Wir müssen jetzt auch echt Gas geben, Freunde. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Deswegen, let's go. Eine Sache brauchen wir noch und das ist Obsidian. Und wir nehmen sogar weinende Obsidian. Ich weiß nicht. Glühende Obsidian. Okay, wir nehmen den. Der muss wahrscheinlich krasser sein. Obsidian-Säule. Okay, es gibt durch die Mod hier ganz viel mehr, aber okay. Ich würde sagen, Freunde, wir starten rein. Sollte da hinten mal seine Sachen machen. Erstmal eine ganz gerade Fläche brauchen wir. Weil ich werde die ganze Festung so aufbauen. Am Ende, ich brauche nur einen einzigen Block in der Mitte. Und um mich rum sollen nur Mauern sein, Freunde. Deswegen würde ich sagen, okay, wir fangen an. Das hier wird unser Block, wo wir draufstehen. Um uns rum reiner Obsidian. Drei Blöcke hoch. Und am Ende werden wir auch noch eine Decke bauen. Wobei, ich denke eher, man wird nach vorne gezogen. Okay, da hinten ist dieser Kreis. Der wird auch langsam größer. Also, so sieht das Ganze dann hier aus. Zack. Dann würde ich sagen, bauen wir das hier einmal komplett clean. Junge, es ist auch so viel entspannter, Freunde, dass wir einfach fliegen können. Normalerweise sind wir immer im Survival gezockt. Heute machen wir es aber mal ein bisschen anders. Okay, Max hat irgendwie wieder abgebaut und macht es nochmal neu. Aber was für Regen. Komm, wir machen auch eine Schicht Regenbogenblöcke. Einfach mal zu gucken. So, zack. Dann bauen wir die immer noch eins weiter. Damit wir die Base quasi ein bisschen fetter machen. Bam, 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 bam. Okay, dann haben wir einmal komplett Regenbogen. Werden wir auch nach oben machen, wichtig. Dann, okay, Freunde, würde ich sagen, als nächstes machen wir diesen Block. Bro, der hat jetzt schon keine Chance. Er baut ein normales Haus, wo in der Mitte alles hohl ist, Junge. Das wird ein so krasser Easy-Win. Ich habe die ganzen letzten Challenges verloren, deswegen, Junge, ich werde heute rasieren. Bis zum absoluten geht nicht mehr. Weil wenn wir jetzt echt mal Creative haben, Freunde, kann ich auch wirklich mal Vollgas geben.
Und im Survival war es ja im Endeffekt auch immer... Ist das Glas? Okay, Glas bringt eigentlich gar nicht so viel, Freunde. Aber ist egal. Ich baue trotzdem eine Schicht. Wir werden noch so viele Schichten bauen, damit wir, wie gesagt, ja nicht verlieren. Okay, das Loch. Oh, das Loch wird größer. Ihr seht schon, Freunde. Bro, das wird schon ein Stück größer. Okay. Wir müssen es voll rein. Wir haben halt das Problem, Freunde, wir haben keinen Timer. Wir haben ungefähr gesagt bekommen 20 Minuten, aber das heißt halt noch gar nichts. Okay, als nächstes machen wir den Vorsichtblock. Machen wir auch direkt oben drüber einmal. Ich weiß halt nicht, wenn man den abbaut, wie viel er bringt. Okay. Ich muss echt voll rein sweaten gerade. Bam, 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 bam. Wir platzieren einmal alles schön ordentlich. Boah, ich kann ja fliegen. Junge, ist so viel entspannter, wirklich. Und die Auswand. Junge, Max baut wirklich einen Rainbow Tower. Ich verstehe nicht, was gerade da hinten seine Mission ist. Junge, der wird doch voll sterben. Der hat doch gar keine Chance am Ende. Wir gehen mal ganz kurz rüber. Hallo? Ja? Bro, was baust du hier? Du weißt schon, dass da ein schwarzes Loch ist. Was machst du? Ja, Bro, ich brauche auch eine vernünftige Bodenplatte hier. Das muss ja alles... Ich weiß ja nicht, von wo hier die Blöcke angesaugt werden. Ja, wahrscheinlich vom Loch. Aber ja, bau du mal weiter deinen Rainbow Tower, Junge. Guck dir mal, Alter. Meine Festung ist jetzt schon krasser, Bro. So, hier noch eine schöne Schicht außenrum. Ja, Bro, ist ja alles schön und gut, aber man soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben. Na, du wirst noch sehen. Ja, Bro, gut, heute, Real Talk, heute wirst du verlieren. Ich bin mir sicher. Also, du hast bis jetzt jedes Space Battle verloren gegen mich. Junge, heute... Wird deine Streak enden, ganz einfach. Heute ja, ist vorbei, okay. Glaub mir. Ich glaube zwar nicht, aber okay. Ja, wie viel Zeit haben wir denn noch? Boah, wir haben schon noch ein bisschen. Wir haben noch Zeit, ne? Alles gut. Ich habe hier natürlich meine Special Tactics. Ja, deine Special Tactics. Ich will jetzt aber bitte, dass du nicht mehr zu mir rüberkommst und von mir geheime Taktiken abschaust. Danke. Ja, okay. Ich muss jetzt hier weiterarbeiten. Ja, mach du das. Du kannst gerne später zu mir kommen, wenn deine Base kaputt ist wieder. Ja, wahrscheinlich. Okay, bis später. Ja, bis später. Freunde, wie siegessicher ist der sich? Bro, der wird noch sehen, glaub mir. So, wir machen das. Ich würde sagen, wir machen jetzt außen nochmal eine schöne, normale Obsidianschicht. Einfach nochmal auf Nummer sicher. Aber allein jetzt. Ihr könnt so viel TNT neben meinem Haus zünden, wie ihr wollt. Es wird schon alles standhalten. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube, das schwarze Loch wird auch keine Chance haben. So, wir bauen einmal alles hier auch mit Obsidian noch zu. Oh, das sieht halt echt sehr krass aus. Aber was wir gerade für einen Tipp bekommen haben von Max, und das müssen wir machen, die ganze Bodenplatte. Wir haben jetzt gerade die Bodenplatte nur da, wo wir stehen. Wir müssen aber einmal alles machen. Und ich würde auch sagen, das machen wir einmal doppelt. Also doppelte Obsidianschicht als Bodenplatte. Und dann sollte eigentlich auch weiter nichts passieren. So, zack. So wie wir es ja auch nach oben machen. Hätten wir es eigentlich auch nach unten machen müssen, ne? Boah, das Problem ist, ich habe keine Ahnung, Freunde, wie das schwarze Loch gleich reagieren wird. Wie krass das schwarze Loch alles reinziehen wird. Weil so ein schwarzes Loch ist halt schon wirklich eine krasse Sache. Weil ich glaube sogar, Real Talk, im Endeffekt, das schwarze Loch zieht alles rein. Die Frage ist nur, was es schneller reinzieht. Und da brauchen wir eine richtig massive, krasse Base, dass wir halt nicht die Ersten sind. Solange wirklich Max muss einfach nur vor mir reingezogen werden. Und dann ist schon alles in Ordnung. Aber alleine rein logisch. Wir müssten eigentlich gewinnen. Das ganze Ding ist komplett massiv ausgehöhlt mit Blöcken. Also es geht ja gar nicht, dass wir nicht gewinnen. So, zack, zack. Ich würde sogar sagen, die ganz äußere Schicht am Ende machen wir auch noch aus Obsidian. So, deswegen hier einmal komplett straight up. Bis unten hin. Boah, wir müssen sogar gleich in diesen Tempel reinbauen wahrscheinlich, Leute. Aber easy, okay. Auch nicht wundern, ich rede gerade teilweise ein bisschen weniger. Aber okay, es muss reingesweatet werden, Freunde. Der Obsidian-Bunker steht schon mal komplett ready, Junge. Dann würde ich sagen, Junge, er denkt, ich gucke die ganze Zeit. Ich glaube, Max denkt wirklich irgendwie, wir wollen den ausspionieren. Aber okay, das, was wir jetzt als nächstes machen, Bodenplatte. Todeswichtig, Bodenplatte, Freunde. Die würde ich sagen, machen wir aber sogar ganz am Ende, weil da kommt ja noch mehr dazu. Okay, wir unterhüllen das Ding jetzt einfach einmal schon mal komplett, dass es quasi in der Luft schwebt. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig, dass generell unser ganzes Fundament auch komplett massiv ist, Freunde. Weil ich glaube, Sand oder Erde oder so, das fliegt halt mit als erstes direkt weg. Da haben wir gar keine Chance, wenn da irgendwie... das Loch richtig anfängt. So, Lukas, wie läuft's bei dir? Hey, bei mir läuft's gut. Sehr schön. Ja, was sagt die Zeit? Wir müssen hier eine Zeitlimit vereinbaren. Ja, was weiß ich, wann das Loch losgeht? Ich denke mal noch so 10, 5 Minuten, irgendwie sowas. Okay, sagen wir 10 Minuten haben warte, wir noch. Warte, ist dein Haus jetzt schon ready oder warum fragst du? Nee, ich will ja nur wissen, wie viel, wie weit ich das Ganze übertreiben kann. Weißt du, wie ich meine? Ja, mach mal. Ich denke mal, wenn ich jetzt weiß, ich habe eine Stunde, dann kann ich ja noch viel mehr ausholen. Aber wenn ich weiß, ich habe nur noch eine Minute, dann würde ich ja anders bauen. Du mit deinem Regenbogen schub mal sehr keine Chance. Bro, das ist Rainbow, das ist ein Holo. Holo-Rainbow. Ja, dein Holo. Was hast denn du da? Einen schwarzen Fleck. Genau, ja, ein schwarzer Fleck einfach. Der gleich überleben wird, ne? Im Vergleich zu deiner Bude. Bro, dein Haus hat sich einfach schon dem schwarzen Loch angepasst, damit gleich aufgesaugt wird. So nennt ja, das ist das. Tarnung, Junge, das ist Tarnung, damit ich nicht aufgesaugt werde. Okay. Ja, guck mal, bau mal weiter da, dein Sternblock-Ding in der Mitte.
Und wir reden einfach gleich. Wir lassen einfach ja. Bro Taten sprechen am Ende. Ganz ja, einfach. Ja, finde ich gut. Finde ich sehr ja. gut. Machen wir so. Gut. Hau rein. Aber ja, Freunde, so wie es aussieht, haben wir dann jetzt noch 10 Minuten. Deswegen, wir müssen Vollgas geben. Wir müssen jetzt echt Vollgas geben. Hier diese Nether Star Blöcke packen wir auch noch ganz kurz hier mal rein. In 10 Minuten wird er doch größer. Okay. Okay, 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 okay. Freunde, wir müssen Gas geben. Einmal alles clean machen. Zack, 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 zack. Bro, das wird ein easy win. Ich weiß nicht, was Max. Er baut auch innere Mauern jetzt. Aber es ist nicht ansatzweise so krass wie meins. Und würde sogar schon fast sagen, dass wir die Blöcke nach hinten raus auch nicht mehr so weit bauen, sondern eher hier nach vorne. Wisst ihr, wie ich meine? Weil das Loch ist halt vor uns und nicht hinter uns. Und ich glaube, das könnte am Ende die Taktik sein. Aber okay, wir haben gleich das ganze Haus mit Nether. Mit Netherstar-Blöcken einmal zugebaut, Freunde. Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, ich darf heute nicht verlieren. Egal, wann wir im Discord sind und über Bauen reden, der ist mich nur am Fronten, weil er jede Challenge gewinnt. Heute werde ich gewinnen. Heute werde ich gewinnen, Freunde. Er wird sehen. Wir haben jetzt schon das massivste Haus der ganzen Welt. Bro, da kann sich Max 10 Scheiben von abschneiden. Hä? Okay, wir haben irgendwie Verzauberung bekommen. Ah, wenn wir auf den Blöcken draufstehen. Okay, das ist krass. Macht Sinn, weil so ein Beacon bringt ja auch irgendwelche Verzauberungen. Okay, okay, auch von vorne alles noch. Ey, ich sag wirklich, Freunde. Ich denke mir gerade echt, was macht der da? Er flutet sein Haus mit Lava. Ich verstehe gar nichts mehr. Aber so einen ähnlichen Plan hatte ich sogar auch, dass wir ganz am Ende noch Wasser drüber laufen lassen. Aber wie gesagt, Freunde, wir müssen halt jetzt erstmal den Kern bauen. So, jetzt haben wir den Kern soweit ready. Ich würde sagen, einen Block machen wir noch drumherum. Was haben wir noch? Netherstar haben wir, Obsidian. Bla, 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 bla. Sternenblock. Okay, wir machen noch außen jetzt noch eine letzte Schicht Sternenblock. Boah, das sieht krass aus. Das sieht sogar aus wie das schwarze Loch, Freunde. Und dann sieht das Haus von außen noch sehr, sehr krass aus. Und da lassen wir am Ende dann noch schön Wasser runterlaufen. Und Freunde, ich würde sagen, nach vorne hin machen wir eine doppelte Schicht. Boah, es ist einfach so dunkelschwarz. Junge, das sieht krass aus. Das sieht krass aus. Vergleicht mal das Haus mit dem von Max. Bro, das von Max sieht aus, hätte er irgendwie Candy irgendwas geklaut. Okay, okay, er baut jetzt auch ein Dach komplett aus diesem Candy-Block. Okay, 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 Freunde, wir müssen Vollgas geben. Ich habe auch, by the way, immer noch den Wasserkrieger-Skin. Ich bin ja schon gar nicht mehr bei den Wasserkriegern, Junge. Aber egal, für die heutige Challenge geben wir die Wasserkrieger nochmal die Kraft dafür, Freunde. Okay, Fundament dürfen wir nicht vergessen, das ist doch grundlegend wichtig. Deswegen müssen wir uns echt komplett ranhalten gerade. Bam, 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 alles einmal reinspammen. Junge, ich baue hier gerade einfach nur ein riesen Viereck. Das war's. Aber Leute, es ist wichtig. Wir müssen es tun. Nur ich glaube, das Fundament könnte uns am Ende wehtun. Ich habe ganz vergessen, dass ich hier unten rum auch rausfallen kann. Ey, ich kann mir halt gar nicht vorstellen, wie das schwarze Loch ist. Zack, zack, zack. Dann haben wir soweit alles ready. Bam. Das ganze Haus ist durch, außer das Dach. Das machen wir jetzt auch noch schnell schwarz. Okay, Max hat schon aufgegeben. Wir sind viel, viel höher, Freunde. Unser Haus ist bis jetzt viel, viel höher. So, und das Loch da hinten. Oh mein Gott, es wird halt jeden Moment starten. Ich habe gar keinen Timer oder sowas an. Dass ich noch weiß, wie lange es noch dauert. Ich weiß nur, dass wir die vordere Schicht jetzt nochmal mit Obsidian auf jeden Fall einmal verstärken werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Obsidian wie Butter am Ende einfach weggehen wird. Okay, okay, Freunde, okay, okay, okay. Aber jetzt muss erstmal gerade das Dach fertig gemacht werden. Bam, 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 komm. Ah, ich darf auch die äußerste Schicht hier nicht vergessen, Freunde. Schreibt mal unbedingt, Freunde, schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer hier am Ende gewinnt. Werden wir den Win gegen Max holen oder denkt ihr, dass Max das stärkere Haus aktuell hat? Bro, wenn ich hier einzelne Blöcke vergessen habe, ich sehe sie gar nicht. Ja, guck mal hier, noch zwei. Eins, zwei, okay. Dann, Freunde, zu guter Letzt noch eine Obsidianschicht vorne, Richtung schwarzes Loch. Wir können es auch hässlich machen. Wenn ich mich jetzt verbaue, ist egal, wir haben keine Zeit mehr. Bam, bam, bam. Okay, ganz kleine Schicht noch, dann haben wir's. Bro, okay, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Komm, ich baue gerade die paar Blöcke noch weg. Und dann machen wir sofort das unten noch. Und dann haben wir es geschafft, Freunde. Dann wird das Ding der Easy Win, ich sag's euch. Okay, oben, das fehlt noch. So. Dann gehen wir rein. Das ganze Fundament, das ganze Fundament. Ich spamme jetzt meine Maus gottlos durch. Okay, das muss alles weg, das muss alles weg. Okay, okay, komm, 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 komm. Oh, Freunde, Max ist... Bro, ich habe vergessen, nach unten zu bauen. Das war so los. Aber machen wir jetzt. Wir machen es jetzt noch. Wir kriegen es noch hin. So, Lukas, noch 3 Minuten, ne? Oh, Bro. Ja, ich weiß, läuft super. Okay. Bro, ich habe das Fundament vergessen. Okay, okay. Ich beeile mich, beeile mich. Ich werde trotzdem gut. Ja. Easy. Okay, ich bin gespannt. Tschüss. Oh, das ist der Special Rainbow Schuppen. Junge, was er labert. Der wird am Ende sehen. Der wird am Ende sehen, Freunde. Rainbow Schuppen gegen Obsidian Schuppen. Bro, er hat gar keine Chance.
Ganz einfach. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Ich glaube, Blöcke platzieren sollte relativ fix gehen. Oh, hätten wir kein Creative, wäre es vorbei. Aber Leute, wir haben Creative. Und haben jetzt, würde ich sagen, auch ein gutes Fundament erstmal frei. So, dann. Ich würde sagen, Vollgas. Erste Schicht wird Obsidian, Freunde. Fundament ganz, ganz wichtig. Dann haben wir einen richtig schönen, massiven Block, wo eigentlich soweit nichts passieren kann. Junge, gerade vom Abbauen habe ich schon übelste Fingerschmerzen. Aber Freunde, wenn man jetzt nach oben guckt, sieht man mal das ganze Ausmaß von unserem Haus. Ich würde sagen, das Fundament ist soweit erstmal ready für Schicht Nummer 1, Freunde. Bam, bam. So, weiter geht's mit Schicht Nummer 2. Netherstar-Schicht. Okay, die Starschicht haben wir soweit auch fertig. Dann würde ich sagen, den nächsten Block nehmen wir. Wir machen noch eine mit Sternblock. Ich glaube, das könnte krass sein. Und dann noch eine Obsidian und dann sind wir durch. Und dann sind wir durch, Freunde. Dann haben wir einmal alles. Ich platziere jetzt einfach Vollgas alles, was geht. Ich glaube, wir haben noch ungefähr 1,5 Minuten. Jetzt muss reingeswittet werden. Was wir gerade zwischendrin nochmal machen können, Freunde, ist überall hier oben gottlos viel Wasser platzieren. Wirklich einmal von allen Seiten alles runterläuft, was sehr, sehr wichtig ist. Boah, er macht Wasserschicht auch! Er hat eine Wand gebaut. Okay, brauchen wir nicht. Weil durch die Wasserschicht können wir jetzt auch noch unten reinschwimmen und das letzte platzieren, und zwar das ganze Obsidian. Okay, das machen wir jetzt so schnell. Ah, nicht Stern, Moment. Obsidian. Aber okay, Freunde, ich würde sagen, ich habe den Eingangsbereich gerade noch ein bisschen gebaut. Boah, warum geht das nicht so? Bam, bam, bam. Okay, kommt von überall Wasser rein. Nee, warte, das ist wichtig. Wir lassen das hier so. Den Eingangsbereich nach vorne haben wir noch ein bisschen weiter gebaut. Ja, ich glaube, von vorne müsste jetzt auch alles passen. Okay, keine Ahnung. Ich sehe es nicht mehr, weil es so dunkel ist. Aber ich würde sagen, Freunde, mein Haus ist soweit bereit. Ihr seht schon, wir haben hier komplett alles mit Wasser geflutet. Wir haben nach vorne nochmal eine Obsidianschicht und unser Fundament ist komplett durch. Ihr habt es gesehen, alle Schichten. Die letzte war jetzt hier nochmal Obsidian, inklusive der Fenster und alles, was nach oben geht. Da würde ich aber sogar sagen, das bauen wir ganz kurz auch noch zu. Das war erstmal nur für eben zum Gucken. Bam. So, Lukas, wie sieht's aus? Die Zeit ist abgelaufen. Oh. Ja, ich bin ready, oh. Bro. Ja. Sehr gut, ich auch. Ja, dann zeig mal, was du hier gebaut hast. Warte, komm mal rüber zu mir. Ja, okay. Warte. Wo ist der Eingang bei dir? Ich komm raus. Kein normaler Eingang, ne? Ist ja ein High-Security-Haus, aber kennst du nicht. Mhm. Ah ja, stimmt. Naja, deswegen so. Ich habe nur eine Müllhütte. Ja, so sieht die halt auch wirklich aus. So, also, um es dir mal ganz kurz zu erklären, am besten kommen wir einfach hier mit rein. Aha, okay. Also einfach reinschwimmen. So, hier. Ah, sehr interessant, ja. Mhm. Und du siehst ja schon beim Durchgehen, ne, aus was für Schichten dieses Haus besteht. Aber nicht nur eine Schicht, sondern ganz viele hintereinander massive Schichten. Komplett. Und genau diese Ebenen, die du jetzt hier siehst, gehen auch nach oben und nach unten. Plus, dass ich nach vorne zum schwarzen Loch meine Wände noch ein bisschen verstärkt habe und ja, nicht nur so einen Regenbogenschuppen gebaut habe, ne? Also sieht auf jeden Fall sehr gut aus, muss ich dir lassen. Wie kommt man hier wieder raus? Ja, ist ja voll der Film, hier rauszukommen. Ja, ist halt, ne, auch voll der Film, hier reinzukommen als schwarzes Loch. Das ist halt der Vorteil. Na gut, dann ich zeig dir mal meine Base. Okay, das okay. Rainbow ist nur Tarnung nach außen, weil es eine krasse Rainbow Base ist. Okay. Aber hat natürlich vorne nochmal einen extra Wasserwall oben mit Wasser überzogen. Hat innen drin nochmal eine komplette Lava. Hat eine Lava-Ummantelung. Also das Ding innen drin ist quasi nochmal Lava und dann da innen drin nochmal eine Kugel. Okay. Dann wieder eine Kugel, dann eine Wasser und dann eine Wasserschicht nochmal und dann ist der Innenraum. Okay, und zwar tatsächlich, guck mal, man geht so rein und das ist es. Oh, das ist strong, Bro. Dass du nur einen Block gemacht hast, ist sehr, sehr strong. Ist wirklich nur ein Block hier, ja. Aber du hast auch gar kein Fenster, um zu mir rüber zu gucken, oder? Ja, da muss ich leider auf eine Außensicht vertrauen. Ja, okay, weißt du was? Dann werde ich meine Fenster auch zubauen. Ja, kannst du machen, aber ja, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Das schwarze Loch kommt jetzt. Ich sag dir ehrlich, du wirst trotzdem keine Chance haben, aber wirst du gleich selber sehen. Ich bin gespannt. Okay. Ja. Ich gehe jetzt auf jeden Fall rein, das schwarze Loch kann kommen, Leute. Okay. Das schwarze Loch kann starten. Wir sind auf Gefechtsstation, let's go. Warte, ich gucke erstmal von außen, ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Hey, bist du schon im Haus drin? Ich bin natürlich in meinem Haus drin, ja. Oh, ich bin noch außen, ich will erstmal gucken, was passiert. Ach so. Warte, ich fliege mal ein bisschen in die... Ah, nee, warte, wir dürfen nicht mehr fliegen, ne? Ach so, ja, stimmt, wir müssen Ding deaktivieren, aber oh, warte, ich brauche natürlich hier noch ein Ding, einen Schalter, um hier rauszukommen. Game Mode Survival. Okay. Oh mein Gott, okay. Aber warte, ich brauche Essen. Es geht los, ich sehe es schon. Oha, okay.
Bro, da hinten ist schon ein bisschen was kaputt. Oh mein Gott, ich muss jetzt Vollgas geben. Essen. Okay. Okay, ich sehe, dass hinten der Berg schon ein bisschen kaputt ist. Ich wette, die Kisten sind schon alle weg. Aha. Bro, ich gehe ins Haus rein, ich riskiere nichts. Am Ende werde ich eingezogen und sterbe direkt. Also ich habe noch meinen Creative-Modus. Ja, dann geh raus, du musst rausgehen. Achso, ich muss selbst rausgehen. Ja, ich dachte, ich bin das hier weggenommen. Nee. Slash Game Mode. Leute, natürlich, das muss ja auch fair hier sein. Survival. Nicht, dass es später heißt, wir hätten unzurecht gewonnen. Wir gucken mal, wann das schwarze Loch hier ankommt. Okay, also wir beobachten das mal da hinten. Wir haben eine Kamera draußen. Oh, es geht los. Hey, die Kisten sind sogar noch da. So, einmal hier auf sicher. Okay, aber ich bin im Safe Room. Aber jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Check noch einmal, bin mittendrin. Okay, Crimex wird auf Überlebensmodus gesetzt. Jetzt geht's los, Junge. Okay, let's go, Leute. Ich bin ready. Ich stehe drin. Ich mach Kamera auch an. So, Leute, ja, wir gucken auch mal auf unsere Kameras hier. Boah, es geht los. Oh mein Gott, man sieht richtig, wie das schwarze Loch wächst. Krass, oder? Es wird immer größer. Was denkst du, wie groß wird das am Ende? Ey, ich hab keine Ahnung. Also man sieht, es wächst hier, aber... Langsam. Es zieht hier langsam ein paar Blöcke weg. Oh, Kisten sind weg. Erste Kiste ist weg. Boah, es zieht alles in sich rein, Junge. Denkst du, das wird immer schneller? Safe, es wird immer größer. Umso mehr drin ist, umso krasser wird es ja auch wachsen und so. Weißt du, wie ich meine? Oha. Okay. Aber bis jetzt easy. Alter. Es wird größer. Das wird wirklich übelst größer. Ja, normal. Oha. Bro, das wird am Ende die ganze Welt reinziehen. Das ist ja schon klar. Das ist ein schwarzes Loch. Da gibt's nichts mehr. Das ist das Krasseste, was es gibt auf der Welt. Oha. Okay. Oha! Okay, Kamera gewechselt, Bro. Ey, das wächst immer krasser. Ey, aber oh mein Gott. Ich glaube, du hast einen ganz kleinen Vorteil, weil du weiter links bist. Ich bin eher an der Nähe vom Loch. Das stimmt, Junge, ich bin ein bisschen weiter entfernt. Wie groß das gerade wird. Bro. Okay, Freunde, auch nicht wundern, dass es so ein klein bisschen leckt jetzt bei der Übertragung. Diese Kameras, die wird gleich wahrscheinlich auch eingezogen. Bro, guck mal unten drunter, das zerstört alles. Das sind einfach unsere Security-Kameras. Junge. Ey, okay, das rast völlig aus. Also das ist hier nicht mehr, die ersten Blöcke werden hier schon langsam von unserer Base weggezogen. Bro, ich hab voll Angst. Es geht los. Es ist nicht mehr so arg weit. Oh, okay. Okay, nochmal Swipe. Alter. Genau, hier nochmal Positionswechsel. Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Okay, Freunde, okay, die ersten Blöcke. Wird schaffen. Bro, das ist ja insane. Guckt euch das an. Alter! Junge, das ich glaube, die ersten Blöcke werden jetzt weggezogen. Ja. Warte, ich gucke, ob ich noch in Sicherheit bin. Oh mein Gott. Okay, Bro, in meiner Base, ich krieg noch gar nichts davon mit. Aber ich kann nicht mehr. Also hier bei mir ist angezogen. Auch noch sehr Merkst du das? Ruhig. Merkst du, dass man angezogen wird? Ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Oh, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Ich kann mich mehr nach vorne. Oh, es ist an meinem Haus. Bro, es ist an meinem Haus. Oh mein Gott. An deinem auch, an deinem auch. Wir gucken auf die Kameras. An deinem Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bro! Okay, Leute, ich glaube hier, mein erster Wall wird hier schon eingesaust. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber man muss aber sagen, das schwarze Loch hat ein bisschen zu kämpfen an unseren Bases, ne? Ja, man sieht's. Ey, wie genau schon mal so hinter uns, auch so hinter uns, die Blöcke werden schon übelst weggefetzt. Ich sehe am Boden bei mir irgendwie fliegen auf jeden Fall Blöcke. Also irgendwas fliegt hier schon bei meinem Haus. Also Lukas, ich muss sagen, bei dir sieht's irgendwie schon ein bisschen mehr angegriffen aus. Bro, oh mein Gott, der ist schon mal eine Rainbow-Schicht bei mir. Deine Rainbow-Schicht bei mir ist noch alles ruhig. Es ist näher dran bei mir. Nein! Ah! Junge, warum muss ich immer verlieren? Das kann gar nicht sein! Bro, hä? Bei mir, das juckt ja gar nicht hier. Bro, ist so... Ey, du hast so einen Positionsvorteil, ne? Ja, weiß ich nicht. Guck mal, ich stehe genau am Abgrund, mein Haus. Ich kann mich hier gerade leider nicht bewegen, deswegen ich muss noch mal auf die Kameras gucken. Bro, aber wenn du willst, komm mal bei mir rein. Ja, ich komm mal mit rein, ich komm mit rein. Dann siehst du mal, wie es bei mir ist. Ich guck von außen. Du bist ja dann nur in diesem einen Block. Warte, ich guck mal, wie weit's Loch. Okay, bei mir die Lavaschicht wird aktiviert. Ja, ich seh's. Lavaschicht wurde aktiviert. Bro, mein Haus. Ich hätte mich einfach nach hinten stellen sollen. Ich bin mir halt nicht mal sicher, ob die Blöcke sogar unterhalb der Lava weggezogen werden. Denkst du, das wird weggezogen? Ja, safe. Auch durch Lava? Safe. Auch von weiter hinten wird schon weggezogen. Ich seh's gerade. Also dein Eingangsbereich kannst du auch schon tschüss sagen, Junge. Der ist auch schon komplett weg. Und ich sehe deine Rainbow-Blöcke jetzt schon richtig fliegen. Man sieht schon Wasser. Oh mein Gott, die zweite Wasserschicht. Die zweite Wasserschicht ist auch ciao. Oh mein Gott, Bro, das Loch ist so riesengroß. Das übertreibt komplett. Junge! Ey, aber du hast Real Talk, einfach Positionsvorteil. Es ist so krass. Ja, kann schon gut sein. Mein halbes Haus steht halt noch, aber ich bin halt... Bist du weg? Nein, alles gut. Bei mir, ich krieg noch nichts. Wasserschicht, warte, ich guck mal rein. Oh, dahinter hast du noch eine Lavaschicht. Ne, da drüber. Bro.
Ich habe das, ja, interessant aufgebaut. Also Lukas, von deiner Base ist ja nichts mehr übrig jetzt hier. Das ist so schlecht, das ist so schlecht. Oh, Kamera ist ausgefallen. Junge, meine Base ist komplett, okay. Ja, Freunde, Max hat gewonnen. Junge, es kann nicht wahr sein. Ich sweate um mein Leben. Junge, es kann nicht wahr sein. Wie kann Max gewinnen? Meine Schichten waren 1000-mal effektiver, Bro. Ja, weiß ich nicht. Gut, ich hatte schon einen Positionsvorteil. Aber Bro, ich mache von meiner Base ja gar nichts mehr da. Du hast gewonnen, meine Base ist weg. Als wäre da nie was gewesen. Ich glaube, selbst wenn wir auf gleicher Ebene gewesen wären. Guck mal, bei mir, ich krieg noch gar nichts mit da innen drin. Du hast aber auch sehr, du hast wirklich sehr schlau gemacht, weil du dich auch hinten platziert hast. Ich war einfach dumm, ich habe mich vorne platziert. Oh, das Base, ich bin einfach der ungeschlagene Basebauer. Ja, glaub mir noch, ein, zwei Blöcke. Lava-Tsunami, Wasser-Tsunami. Gib mir eine Aufgabe, ich bin Basebauer. Jetzt wurde ich auch zerfetzt. Oh mein Gott. Ich sehe es. Oh mein Gott, jetzt hast du ihn auch erledigt. Oh mein Gott. Krass, aber Bro, krass. GG auf jeden Fall. Ich sag dir ehrlich, wenn ich bei der nächsten, lass die nächste Challenge um 1000 Euro machen, okay? Oh, ich verdoppel nochmal. Wie viel Geld willst du noch verlieren? Ich verdoppel nochmal und dann werde ich mein Geld wiederbekommen. Glaub mir. Okay, ich bin dabei. Okay, easy, machen wir so. Ey, wie krank das von außen aussieht. Junge, guck mal, wie weit auch, ne? Bro, das ist wirklich crazy. Junge, es ist wirklich, es wird aber auch immer schneller. Was geht denn ab? Ey, das wird hier die ganze Map noch auseinandernehmen. So, ich mach nochmal. Wow! Bro, man hat keine Chance. Das ist so krass. Ey, ich mach auch noch einmal hier Survival, Game Mode Survival. Und tschüss, Leute. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Aber ja, Freunde, wenn das Video gefallen hat, lasst ja gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Schaut gerne noch bei Max vorbei, Freunde, um seine Sicht zu sehen. Wir sehen uns. Haut rein und tschüss. Wow. Das ist ein Zombie neben mir. Ey, ich baue mich schnell eine Base, Bro. Was ist denn hier passiert? Ey, ich glaub, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und